Hi Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge RIM. So, ich glaube, ich habe jetzt das Rätsels Lösung endlich gefunden. Also ich hoffe es zumindest mal. Und zwar habe ich jetzt, wenn ich mir hier diese so anschaue, sind es hier drei Fragmente. Und da drüben sind es nur zwei Fragmente, also an dem Turm da oder was das da ist. Turm-Säule-Durchgang. Hier sind nur zwei Fragmente. Und ich denke mir, dass ich dieses eine Fragment erstmal unten einsetzen muss. Und ich dann irgendwie weitermachen kann. Das schauen wir uns jetzt aber erstmal an. Ich habe ewig lang rumprobiert und geschaut und ewig. Und bis mir das mal aufgefallen ist. Genau, schauen wir doch mal, ob wir das... Ja, jetzt leuchtet schon. So. Ah, und jetzt ist es auch ein dreiteiliges. Und wir können es bestimmt dann jetzt hier rüberschieben und dann unten auch das Tor öffnen. Ich hoffe es zumindest. So, er geht eh schon selber rauf. So, dann drehen wir das nochmal. Und dann schauen wir doch gleich nochmal durch. So, sehr gut. Oh, Fuchsi ist auch da. Und da unten steht auch schon wieder der rote Baron. Ich sag einfach roter Baron. Okay, alles klar. So, hier ist die Tür. Hat sich hier geöffnet. So, schauen wir mal hier runter. Oh, hier ist ein Vogelnest oder sowas. Und ich sehe, glaube ich, gerade in der Aufnahme, ich glaube, es ist ein bisschen hell, oder? Ich stelle es noch mal ein bisschen zurück um einen. Ich glaube, sieht besser aus. Wenn es euch immer noch zu hell ist, Leute, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Geändert ist es ja gleich. Aber in der Nacht, muss ich wirklich sagen, ist es anstrengend, wenn es zu dunkel ist, wenn man gar nichts mehr sieht. So, schauen wir uns noch hier ein bisschen um. Genau, hier waren wir ja schon. Jetzt gehen wir doch mal da drüben rein. Der ist immer weg, da kann man nichts machen. Sobald man aus dem Sichtfeld verliert, ist er halt weg. Der rote Baron. So, was ist das hier? Die bieten anscheinend irgendwie irgendwas an, den Turm anscheinend. Und... Warte mal. Okay, sobald ich mich bewege, fängt es das Leuchten an. Sobald ich stehen bleibe, ist es weg. Okay, irgendwie... Hat es was mit dem Turm nur zu tun? Okay. Werden wir bestimmt noch rausfinden. Also, ich muss mal schnell was trinken, Leute. Hilft nicht. Hab Durst. Cola. Zero. So, weiter geht's. Okay. Können wir das da drüben einsetzen? Können wir das hier einsetzen?
Ah, okay. Ich will aber noch nicht raus. Ich will mich hier erst noch ein bisschen umschauen. Nee, hier kommt man nicht lang. Hier kommt man nicht lang. Also gibt es anscheinend nur den einen Weg. Und Leute, ich werde es auch ganz gemütlich spielen. Ich mache mir hier keinen Stress beim Durchspielen. Ich will es ja auch irgendwo ein bisschen genießen, das Game. Also steht ja auch in meiner Beschreibung drin, ich bin kein Speedrunner. Deswegen wird es bei mir auch alles ein bisschen länger dauern, wie wahrscheinlich bei anderen Let's Playern. Aber okay, ja, schauen wir mal. Ah, okay. So eine Art Wasserfall oder sowas. Dass hier das Wasser steigt, oder? Aber ich glaube, so schnell schaffe ich das nicht. Ne, so schnell schaffe ich das nicht, dass ich alle aktiviere. Also gibt es hier irgendwie eine andere Möglichkeit. Ich mach den aber nochmal. Wenn ich jetzt hier rüber renne. Nope, so schnell geht's nicht. Okay, dann schauen wir uns hier noch mal ein bisschen um, würde ich sagen. Okay, hier scheint man irgendwie wahrscheinlich wieder zwei so Schlüssel reinzulegen. Da ist einer auf jeden Fall. Da wäre ich aber erst dran kommen, wenn der Wasserpegel gestiegen ist. Okay. Das verstehe ich. Und habe ich denn den anderen Schlüssel noch? Wahrscheinlich nicht mehr. Ne. Den habe ich nicht mehr. Okay, hier scheint mir irgendwie so eine Art Signal zu sein. Aha, verstehe. Da oben, hier und dann hier. Das muss irgendwie verbunden werden. Hier komme ich nicht rauf.
Ach, von unten sind wir gekommen. Okay. Ah, und jetzt bin ich auch hier oben. Alles klar. Gehen wir noch mal hier rüber. Wird mir der wahrscheinlich wieder nicht durchlassen, oder? Okay, der hat mir den Weg frei gemacht. Alles klar. Ah, okay. Und wird der mir da oben auch den Weg frei machen, hoffe ich mal. Komm mal her. Holst du los? Geht um die Stalle rein, aber dann komme ich nicht mehr raus wahrscheinlich, oder? Komme ich hier noch raus? Okay, die haben wir ja schon in einer anderen Folge gesehen, die Lichtkugeln hier. Müssen wir die hier rauflegen? Verstehe. Kommt da noch eine neue raus? Ne, kommt keine neue raus. Okay. Da ist doch jetzt aber eine, oder? Wenn ich die jetzt nehme. Und... Achso, ich kann bloß immer eine nehmen. Aber es kommt ja hier auch, da ist ja doch aber jetzt eine zweite. Warte mal, ich muss die hier reinlegen. Na, sobald ich die reinlege, macht der unten zu. Wenn ich die hier nehme, dann geht die andere aber wieder weg. Ich muss die irgendwie da rüberschmeißen. Bleib du mal da oben. Und wenn ich jetzt aber die nehme, ist die andere doch wieder weg, oder? Klar ist sie wieder weg. Okay, verstehe. Geh runter. Okay, hab schon kapiert. Ich meine, bitte hier rein. So, okay. Hier.
hier können wir doch hoch, oder? Ja, stimmt. Nein. Ich geh hoch, komm. Ich glaube, ich denke ab und zu einfach nur zu kompliziert. Hier hoch. Ja, ich komme schon. Ich komme schon, Fuxi. Wenn ich die jetzt nehme? Okay, bei dem geht der hoch. Wenn ich mir die nehme, ist die andere wieder weg, 100 Pro. Ja, okay. Komme ich denn jetzt eigentlich hier hoch? Okay, da komme ich schon hoch. Jetzt habe ich das Problem, dass die da aber oben ist. Okay, aber... Wenn wir die jetzt hier hinlegen... Und dann einmal bitte diese Kugel... Bitte einmal hier rein. Dann müssten wir doch eigentlich diese Kugel da oben rein pflastern können.
So, okay. Wollen wir mal schauen. Da kommen wir aber nicht durch wahrscheinlich. Ah, alles klar. So, okay. Leute. Somit habe ich den ersten Schlüssel. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut an der Stelle und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ob wir denn, was dieser erste Schlüssel auch bewirkt. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.